Ja, hallo liebe Wanderfreunde. Ich befinde mich in der Nähe von Koblenz, genauer gesagt in Koblenz-Gülz und bin vor ein paar Minuten auf meinen nächsten Fernwanderweg Deutschlands gestartet. Nach dem Rheinsteig steht dieses Jahr der Moselsteig auf dem Programm und ich habe mich entschieden, den Steig von Koblenz Richtung Süden zu laufen. Hier im gemütlichen kleinen Örtchen Koblenz-Gülz geht's los und mein erstes Ziel wird jetzt Winningen sein. Es ist Februar, das Jahr fängt mit einem tollen Wetterchen an, es ist perfektes Wanderwetter. Was liegt da näher als rauszugehen in die Natur? Das ist sowieso mein Plan für dieses Jahr. Weniger arbeiten, mehr rausgehen. Klingt so einfach ist es natürlich auch nicht. Aber ich gebe mir größte Mühe und bis jetzt klappt es ganz gut. Und wenn das Wetter dann noch mitspielt, so wie jetzt und hoffentlich auch die nächsten Tage, bin ich sehr glücklich. Ich werde den Weg natürlich nicht an einem Stück laufen, sondern das ist genauso wie mit dem Rheinsteig machen. Für dieses Jahr mir vorzunehmen, am Ziel anzukommen. Wann das sein wird, keine Ahnung. Ich habe 3-4 Tage Zeit. Ich guck mal, wie lange ich Lust habe, wie lange meine Füße mich tragen, ob es Spaß macht, keine Ahnung. Mein Ziel für heute ist Kobern-Gondorf, das ist ungefähr 20 Kilometer entfernt. Das passt so ungefähr meinen Rhythmus. Ich lasse mich überraschen, was der Tag so bringt. Nach dem Rhein kommt jetzt die Mosel, schwärmen auch alle von. Ich bin da wieder ganz offen ran, lass mich überraschen, ganz unvoreingenommen und freue mich jetzt auf ein paar schöne Tage hier und freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, ihr bleibt auch dabei und begleitet mich den Tag über. Full of light and clues I have in memory, memory. Die erste gute Dreiviertelstunde bin ich jetzt hier unterwegs und ich muss sagen, bis jetzt nichts auszusetzen. Super ausgeschildert, es geht direkt in die Weinberge, ganz ruhig raus aus dem Ort. Bin jetzt gerade hier am Flughafen vorbei und auch an der ersten Schutzhütte, da war es eine super Aussicht. Wenn es jetzt noch nicht so früh am Tag wäre, hätte ich da auch eine längere Pause gemacht, aber das lohnt jetzt noch nicht. Ja, der Weg schlängelt sich jetzt hier über den Heideberg oberhalb von Winningen weiter Richtung Autobahnbrücke.
unten sieht man die ganze Zeit die Mosel, links und rechts Weinberge, wie gesagt. Und die nächsten Ortschaften sind immer schon in Sichtweite. Ja, die Sonne kommt raus, kämpft sich so langsam durch die Wolken. Klar, gestern hat es geregnet, das ganze Moseltal ist relativ feucht. Es wärmt sich jetzt auf, der Dunst zieht hoch. Deshalb sind jetzt die umliegenden Berge alle noch so ein bisschen im Dunst. Aber das wird sich über den Tag hin, denke ich, legen. Regnen soll es heute nicht. Mir soll es recht sein. Ich finde es hier mal ganz schön, so ein Sonne-Wolken-Mix. Perfektes Wanderwetter eben. Ja, weiter geht's. Immer weiter, jeder Schritt Richtung Ziel. Jeden Moment genießen, das ist die Devise. Ja, vielleicht noch ganz interessant zu wissen, immer wieder am Moselsteig gibt es auch kleine Traumpfade und wie hier jetzt ein Traumpfädchen. Und die ersten Meter laufen parallel zum Mosel-Höhenweg des Eifelvereins. Ja, eine Sache, auf die ich mich auch freue, sind die Burgen auf dem Weg, also auf dem Moselsteig. Jetzt am Anfang ist es sogar parallel zum Rhein-Burgen-Weg. Ich glaube, die erste namhafte Burg, die vielleicht auch der ein oder andere kennt, wird die Burg Elst sein. Ziemlich bekannt. Wenn ich jetzt wirklich bis Samstag durchhalte, dann werde ich da auch vorbeikommen. Ja, auf dem Rheinsteig ist es ja so, dass man die meisten Burgen auf der gegenüberliegenden Seite sieht. Also in greifbarer Nähe, aber natürlich nicht erreichbar. Ja, der Rhein-Burgen-Weg steht auf jeden Fall auch noch auf meiner To-Do-List, obwohl ich mir den jetzt im Genauen noch gar nicht so richtig angeguckt habe. Aber bin mir sicher, dass der dem Rheinsteig und dem Moselsteig in keinster Weise hinten ansteht, sondern ja, jetzt auch teilweise hier sogar ja parallel läuft. Wird also auch ein sehr schöner Weg sein. Ja, hier, wie man schon hört, bin ich an der Autobahn angekommen. Nicht so ein kleines Türchen. Geht man jetzt hier auf den Rastplatz. Rastplatz Moseltalbrücke. Ja, ganz witzig. Immer wenn ich in den Sommerurlaub in die Berge fahre, komme ich eigentlich hier vorbei. Und man hat da einen wunderschönen Blick runter auf die Mosel. Ich habe da auch schon angehalten und den Ausblick morgens beim Frühstück irgendwie genossen. Und bin mir immer mal wieder gedacht, hier muss ich mal wandern gehen. Jetzt ist es soweit. So schließt sich der Kreis. Die Welt ist ein Dorf. Ja, hier kommt man jetzt so ein bisschen in eine absurde, brachiale Zivilisationswelt.
mit diesem Rastplatz. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich da irgendwie unter der Brücke durchkomme, weil über die Autobahn wird es nicht gehen. Hurra, Single Trails! Ja, der erste Single Trail direkt nach der Autobahn. Raststätte, wo man wirklich fix durch ist unter der Brücke. Ziemliches Erlebnis. Geht jetzt hier mit dem Lärm der Autobahn im Rücken auf einen Single Trail Richtung Blumslei. Wenn man hier die Mosel runterguckt, kann man schon die nächsten Orte sehen. Das wird hier immer so sein, denke ich. Das ist ganz motivierend. Bisher waren auch keine größeren Steigungen. Das wird jetzt noch kommen, gehe ich von aus. Auf dem letzten, also aus dem zweiten Teil des heutigen Tages, wird mich noch die eine oder andere Steigung erwarten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, hier geht es jetzt erstmal zum Aussichtspunkt. Oh, den lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Sehr schön. Gustav Richter. Ja. A shield and sword, a shield and sword. Ja, der Moselsteig, der wird mein Section Hike Projekt 2019 werden. Letztes Jahr, 2018, um diese Zeit habe ich den Rheinsteig angefangen und das war dann mein Projekt für 2018. Der war natürlich ein bisschen kürzer als der Moselsteig und trotzdem habe ich bis dieses Jahr im Januar gebraucht, bis Wiesbaden. Für dieses Jahr, wie vorhin schon angedeutet, habe ich mir vorgenommen, mehr draußen zu sein, mehr zu wandern. Mal sehen, ob ich es hinkriege, den Moselsteig komplett in 2019 zu laufen. Vorgenommen habe ich es mir auf jeden Fall, aber man weiß ja nie, was das Jahr so bringt, wie viel Zeit man dann im Endeffekt wirklich hat. Außerdem ist das ja nur 50% sind das nur 50% meiner Wanderplanung für dieses Jahr. Also der Moselsteig als deutschen Fernwanderweg, Section Hike, auf den ich immer mal wieder zurückgreifen kann, wenn ich spontan ein paar Tage frei habe. Weil hier kann man genauso wie auf dem Rheinsteig sehr gut hinfahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch immer wieder einsteigen und man kommt auch gut wieder weg. Anders sieht es aus für meine Sommerplanungen. Da habe ich große Sehnsucht nach den Bergen. Da war ich dieses Jahr nur kurz im Winter und letztes Jahr im Sommer. Aber da hatte ich nicht viel Zeit, um private Wanderungen zu machen. Deshalb war ich letztes Jahr gar nicht in den Bergen wandern. Dieses Jahr soll es anders werden. Für den Sommer habe ich also auch Pläne, in die Berge zu fahren. Was das genau ist, verrate ich noch nicht.
Da kann ich mich noch gar nicht wirklich 100% entschieden. Es gibt so mehrere Ideen. Da möchte ich jetzt nicht vorweggreifen. Ja, hier geht es jetzt runter auf einen kleinen Pfad. So ein kleines Seitental vorne. Wenn ich mal um, kann man super erkennen. Wunderschöne Aussicht auf die Mosel. Walls we've built up fall to the Ja, da unten liegt das Belltal und ich bin schon gegenüber im Anstieg zum Rosenberg. Der Abstieg darunter vorhin war ganz schön steil, kurzweilig, aber steil. Das heißt, solltet ihr den Weg in die eigentlich richtige Richtung gehen, sprich vom Rheiländereck Richtung Deutsches Eck, wird das da drüben ein Aufstieg sein und der hat es dann ganz schön in sich. Ja gut, ist immer relativ zu sehen. Ich finde jetzt den Aufstieg hier angenehmer. Eine etwas breitere Forststraße. Nicht ganz so steil. Naja, ich nähere mich meinem Ziel. Noch knapp 5 bis 6 Kilometer bis Kobern-Gondorf. Fängt man noch 1,5-2 Stündchen. Ich ganz gemütlich gehen, noch eine Pause machen. Ja. Nehme ich natürlich mit zum Schluss heute. Heute habe ich auch noch einen Akku dabei, beziehungsweise sogar noch zwei für die Kamera. Man lernt ja dazu. Den werde ich gleich mal tauschen. Und dann bin ich auch bis zum Schluss ausgerüstet. Ja, sag ich mal, bis später. Ja, hier oben auf dem Rosenberg ging es jetzt eine ganze Weile über Felder, ziemlich flach, ganz entspannend. Und jetzt biegt der Weg hier runter Richtung Matthias-Kapelle und dann über die Niederburg nach Kobern-Gondorf. Kobern-Gondorf sind noch 3,5 Kilometer, also ganz entspanntes Auslaufen jetzt. Ja, da oben kann man die Oberburg schon sehen. Danach kommt dann die Niederburg. Und als nächstes kleines Ziel müsste die Matthias-Kapelle kommen. Das kann eigentlich gar nicht mehr so weit sein. Ja, hier auf solchen Wegen laufe ich eigentlich am liebsten. Das sind so nicht ganz so schmale Pfade, nicht zu steil. So ein kleines Auf und Ab. Bäume rechts und links. Unten hört man den Bach. Das hier bei solchen Wegen, da kann ich am meisten entspannen und am besten entspannen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nichtsdestotrotz wird es gleich nochmal ein Stück Berg angehen, obwohl es nicht ganz hoch bis zur Oberburg verläuft, der Weg. Sondern ich glaube so ein bisschen unterhalb vorbei. Und dann hinter der Oberburg kann man von oben
auf Kobern-Gondorf hinunterschauen. Morgen führt mich der Weg dann über die Mosel auf die andere Flussseite. Und genau an dieser Brücke werde ich heute den Moselsteig verlassen, weil da in der Nähe meine Unterkunft sein wird. Dann kann ich morgen früh direkt ohne irgendeinen großen Zuweg wieder einsteigen. Ja, der Weg heute war eigentlich eine schöne Mischung. Nicht zu anstrengend, nicht langweilig. Es war eigentlich alles dabei. Am Anfang ein bisschen Siedlung, dann auch diese Autobahnraststätte, die schon etwas komisch war für einen Fernwanderweg. Aber auch das war sehr interessant, da unter der Brücke durchzulaufen. Oh, hier ist ein Löwe im Baum. Nicht schlecht. Ja, ansonsten der Weg am Anfang natürlich in Koblenz-Gülz noch ein bisschen Straße, Asphalt, dann aber relativ schnell Forstwege in die Weinberge rein, immer mal wieder kleine Singletrails, kleinere Wege, Kopfsteinpflaster gab es auch ein kurzes Stück, also wirklich alles dabei, kleine Anstiege, kleine Abstiege, wirklich sehr, sehr positiv bis jetzt. Und die Ausblicke auch immer hier, wenn man so in die Täler rausguckt, das kann man jetzt hier nicht so gut sehen, sieht man da drüben, ich glaube Diebrich oder ist der Ort auf der anderen Seite. Also es ist wirklich nicht langweilig, hinter jeder Ecke gibt es was Neues zu entdecken. Also so, wie gesagt, so kann es gerne weitergehen. Wettertechnisch kann es auch gerne so weitergehen, für den Februar echt verrückt. Ich erinnere mich da nur zu gut an den Jahrhundertsommer letztes Jahr, wo ich auf dem Rheinsteig war. Puh, so wie jetzt ist eigentlich schön. Nur gefühlt ist es ja irgendwie Mai, aber es ist erst Mitte Februar. Ja, ich bin jetzt hier am Ortsrand von Kobern-Gondorf angekommen, aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, liegt meine Unterkunft hier an der Brücke und ich bin erst hier. Das heißt, ich werde jetzt den Traumpfad laufen, der gleichzeitig auch der Moselsteig ist, und komme dann hier runter zu meiner Unterkunft. Der Traumpfad startet hier, standesgemäß, das ist nämlich mal ein schönes Schild. Jetzt geht es noch mal ein bisschen hoch und dann, sage ich mal, in einer halben Stunde circa werde ich am Ziel sein. Musik.
They keep on following the devil, he's a rambling man. I've been living in a hole in the mountain, ain't no sins in there. Ja, ich bin jetzt hier vom Traumpfad runter an der anderen Ecke von Kobern-Gondorf angekommen. Da unten wird gleich meine Unterkunft für heute sein, deshalb sage ich für heute Tschüss. Bedanke mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Etappe wieder mit von der Partie. Für mich startet die morgen. Ich hoffe, das Wetter ist genauso schön wie heute. Und ich freue mich jetzt auf eine warme Dusche. Und dann werde ich hier nochmal den Ort erkunden. Dafür muss ich zwar wieder ein Stück zu Fuß zurücklaufen, das werde ich aber unten am Fluss machen. Und dann suche ich mir noch was zum Abendessen. Ja, und dann geht's früh ins Bett. Schön geschlafen. Und dann geht's morgen früh weiter. Ja, danke fürs Dabeisein. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Full of light, includes a happy memory, memories bright. I can change your thoughts, my dear. I can change your fears, but if you wanna travel near to make it disappear.